FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Es war schon ein toller Tag für den FC Bayern München, aber der Abend und vor allem die Nacht sollen noch richtig außergewöhnlich werden. Im Münchner Postpalast haben sich 500 geladene Gäste versammelt und auf die Mannschaft gewartet. Und als sie hereinkamen in bayerischer Tracht, wie sich das natürlich gehört, da ist die Stimmung wirklich nach oben gegangen. Also, da gibt's heute noch einiges zu sehen. Als erster ergriff der Vorstandsvorsitzende das Wort. Karl-Heinz Rummenigge ist darin erfahren, aber er hat eine förmliche Liebeserklärung für diese Mannschaft abgegeben. Wir haben in unserer ganzen Bundesliga-Geschichte, die ja jetzt auch immerhin schon 48 Jahre dauert, noch nie eine Mannschaft, noch nie, behaupte ich, mit einem so grundsoliden, seriösen und disziplinierten Charakter gehabt. Ich gebe zu, ich bin ein Stück verliebt in diese Mannschaft und was mir gefällt, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Alle Spieler fühlen sich sauwohl bei Bayern München. Und auch das ist etwas, was in der heutigen Fußballwelt nicht unbedingt normal ist. Sauwohl bei Bayern München hat sich auch immer Oliver Kahn gefühlt. Olli, beim Einlauf der Legenden, da bist du heute am meisten gefeiert worden von den Fans. Ist dir das aufgefallen? Nö, da habe ich jetzt gar nicht, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich fand es einfach nur eine großartige Idee vom FC Bayern München, das so ein bisschen zu verbinden. Die aktuelle Mannschaft und auch die Spieler, die ja in der Vergangenheit für den Verein gespielt haben. Und ich glaube, das hat sowohl den Spielern der Mannschaft im Moment als auch den Zuschauern ganz gut gefallen. Das war schon ein bisschen Gänsehauterlebnis, das stimmt, ja. Kalle Rummenigge sagte, die Mannschaft ist sehr diszipliniert. Nur hast du ja schon ein paar Meisterschaften gefeiert. Würdest du es unterstreichen oder geben die Jungs heute noch ein bisschen Gas? Ja, ich kann das ja gar nicht so richtig beurteilen, weil man steht ja schon ein bisschen außerhalb, bekommt ja das Tagesgeschäft jetzt nicht so mit. Aber ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Die Generation von heute ist ja im Grunde, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, also von meiner Sicht aus noch professioneller, als wir das zu unserer Zeit waren. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, wenn man hört, dass selbst nach großen Erfolgen, wo man ruhig auch mal so das ein oder andere Bier trinken kann, dass die Jungs da immer nur Wasser trinken und schon wieder konzentriert sind auf die nächsten Aufgaben. Also, Hut ab. Das kenne ich. Hut ab, ja. Manuel Neuer hat heute viel mit Flüssigkeiten zu tun gehabt. Was glaubst du, wie viel Liter Weißbier du verschüttet hast? Boah, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn im Glas drin. Was schätzt du? Ja, ein Liter auf jeden Fall. Ah, ein bisschen mehr, da muss aber nach. Ich glaube 3 Liter oder so, ne? Aber nicht immer so richtig gut eingeschenkt. Okay, also 3 Liter habe ich nicht getrunken aus dem Glas, aber ich denke mal, dass ich 4 Gläser schon verschüttet habe. Also leicht. Dein erster Titel mit Bayern München, wie fühlt sich das insgesamt an? Ja, fühlt sich super an. Also wir haben bis jetzt gut gefeiert und ich denke, dass wir auch noch lange hier bleiben werden. Die Rahmenbedingungen sind super für uns. Wir werden jetzt gleich noch richtig feiern, wenn der Vorhang aufgeht. Und ja, wir freuen uns einfach, das genießen zu können. Und der Vorhang ist aufgegangen, will heißen, die Tanzfläche freigelegt. Die Spieler können jetzt bis in die Morgenstunden richtig rocken. Die einzige Aufgabe morgen heißt ausschlafen.